Ja, und er zieht gut an, das merkt man ja, das wenige Gewicht. 800 Kilogramm Leergewicht, das ist halt ein Wort. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 hier im Let's Play mit mir, dem Ray auf dem Pixelhelden-Kanal. Ja, und heute fahren wir was Rotes Italienisches und es ist keine Ferrari. Nee, es ist ein Alfa Romeo 4C, der ja, per DLC ins Spiel gekommen ist. Jetzt fragt mich bitte nicht, in welchem DLC das nochmal war, in welchem Monats-DLC-Pack. Ich weiß, ich habe es getestet, aber ich habe mir das irgendwie, oder merke ich mir ja nicht, wann das dann reinkam. Ich freue mich einfach nur, dass es drin ist. Ihr wisst es wahrscheinlich besser, mit in welchem Monatspack und in welchem Pack genau das reingekommen ist. Tut aber auch nichts zur Sache. Der Alfa Romeo 4C, kleines, spritziges, geiles, italienisches Fahrzeug. Ja, und das hat sich heute natürlich jemand gewünscht, und zwar der Chris hat sich das gewünscht mit einem ganz besonderen Aufbau. Da kommen wir gleich noch dazu, den werden wir heute nämlich zusammen aufbauen. Ich würde sagen, ja, schaut euch mal das geile Interieur an. Also die Italiener, Autos können sie bauen, also da braucht man nichts dagegen zu sagen. Hier mit G-Punkt-Anzeige, also hammergeil. Ja, funktioniert. So, ja, und ich würde sagen, wir setzen erstmal unsere Tour fort, gucken wir mal, wo es hingeht, fahren mit dem Serien 4C mal noch hin und dann werden wir einfach ein bisschen über den 4C plaudern, ein bisschen was erzählen. Wo fahren wir denn hin? Wo könnte man denn hin? Wo wird denn so ein 4C hinpassen? San Giovanni? Sollen wir nach San Giovanni? Gehen wir nach San Giovanni. Und ja, wir sind der Sportscars-Meisterschaft und ja, die sind wir hier auch noch nicht gefahren. Perfekt, dann fahren wir doch da mal hin. Wählen wir den aus und gucken mal. Ich erzähle euch mal noch ein paar Takte zum 4C. Okay, das war gut und Applaus für alle Gewinner. Die nächste Etappe der Autotour führt uns nach San Giovanni. Und denkt dran, das ist kein Rennen, das sind einige der besten Fahrstraßen der Welt. Macht das Beste aus der Fahrt. Ah, alles klar. Vielen Dank, Ben. Ja, der 4C, kleiner Bruder des 8C, der große 8C ist wohl auch der bekanntere. Da vielleicht auch gleich, wenn man das schon mal erwähnen kann. Ich bin überhaupt kein Fan vom 8C. Ich finde, es ist zwar ein gutes Fahrzeug, definitiv, aber mir gefällt der 8C irgendwie überhaupt nicht. Allerdings, der 4C wiederum hier, den finde ich hammergeil. Ich liebe das Fahrzeug. Richtig cool, geiles, spritziges Fahrzeug. Also wenn ich so einen in echt hätte, ja, würde ich mich freuen. Es ist ein Top-Fahrzeug, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, 4C, ja, das 4 steht da nicht umsonst drin, nämlich das ist ein rein 4-Zylinder Turbo aufgeladenes Fahrzeug, hat rund 241 PS, da denkt der ein oder andere jetzt, was, 240 PS, das ist ja, ja, ist nicht wenig, aber da denkt jeder, hä, bei so einem Sportwagen, da warte ich doch ein bisschen mehr, allerdings muss man auch so sagen, das Ding wiegt nur eine Tonne, das Ding ist Leichtbau vor dem Herrn. Also das Ding ist, ja, ein Kurvenwunder, das kann man schon so sagen. Ja, das Ding ist schon ordentlich, 258 Gamma Top Speed. Also ja, das ist schon okay, wenn man es vergleicht mit TTRS oder sowas. Mit dem muss man es auch vergleichen, ist es schon ein richtig, richtig geiles Fahrzeug. Ja, der oder das Konzeptfahrzeug, das 8C, hier haben wir noch ein Foto. Das müsste doch ein Lancia Delta Dingensbummens sein, oder? Ja, nee, ein Stratos, stimmt. Stradale. Lancia Stratos, aber Lancia, wusste ich doch. Und den 4C haben wir auch noch nicht fotografiert. Ja, sieh da an. Da wurde es ja höchste Zeit. So, alles klar. Zwei weitere Fotos haben wir gemacht. Damit haben wir jetzt schon 200. Na gut, das wird gleich hier unten irgendwo stehen. 287. Ja. Wie viel gibt es jetzt insgesamt eigentlich? Das weiß keiner so genau, gell? Wie viel es genau gibt. Ich glaube, 290 gibt es auf jeden Fall. Aber wir haben, so wie es aussieht, noch nicht alle. Ja, 2011 wurde das Konzeptfahrzeug vorgestellt auf dem Genfer Autosalon. Und ja, ich erinnere mich noch dran, 2011 war ich auf der IAA, auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt, die größte Automobilausstellung übrigens auf der Welt. Und da wurde dieser 4C oder beziehungsweise das Konzeptfahrzeug des 4C auch vorgestellt bzw. gezeigt.
Und ja, damals, muss ich sagen, habe ich mich schon in ihn verliebt. Er hat ein bisschen anders ausgesehen, das Konzeptfahrzeug, hat ein bisschen andere Frontlichter. Auch so ein paar Partien waren ein bisschen anders da. Aber das ist die Sportscar-Meisterschaft. Ein großes und abwechslungsreiches Sammelsurium. Da sind immer spannende Rennen dabei. Und solange du hier bist, werden wir diesen Trend wohl auch fortsetzen. Such dir ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft zu beginnen. Sammelsurium. Naja, okay. Ja, war damals einfach schon ein hammer geiles Fahrzeug. Einfach das Konzeptkarren hat mich damals schon quasi in dieses geile 4C-Geschoss verliebt. Wie gesagt, der 8C gefällt mir nicht so. Aber der hier, der finde ich richtig cool. Ja, vielleicht auch kurz nochmal zum technischen Daten. PS-Zahl habe ich schon gesagt. 240 PS, 350 Newtonmeter Drehmoment. Das ist schon ordentlich. Das kommt dank der Turboaufladung zustande. Ja, 258 km Topspeed, habe ich ja schon gesagt, ist auch mehr als in Ordnung. Da muss man nur so sagen, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe arbeitet hier. Dementsprechend schafft dieses Auto dank des geringen Gewichts, Leergewichts, einen Sprint von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden. Das ist eine richtig, richtig ordentlich schnelle Zahl. Also, ja, das kann man schon mal so stehen lassen. 6,8 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer ist auch nicht wenig. Ist auch nicht viel, meine ich. Wenig auch nicht, aber ist okay. Also ich würde sagen, ist ein geiles und gelungenes Fahrzeug. So, jetzt kommen wir aber zum Autowunsch des Chris oder von Chris. Und zwar hat er sich gewünscht an mich die Bitte, Ray, bau mal den 4C als Rennwagen auf. Rennwagen, wir sind hier nicht in Motorsport, er will hier in Horizon Rennwagen haben. Und zwar mit mindestens 450 PS. Das sind umgerechnet 330 kW, wenn es mich nicht täuscht. Jo, das ist eine Herausforderung und das versuchen wir jetzt mal gemeinsam hinzukriegen. Ich versuche mich auch ein bisschen zu beeilen, nämlich Tuning kann manchmal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen gibt es jetzt mal Fast Tuning und gucken wir mal, was wir denn da so machen können. Also, Rennwagen ist schon mal ganz wichtig. Wir brauchen natürlich Anpressdruck, wir brauchen Downforce und deswegen können wir hier so einen Lufteinlass machen. Cool, dass es geht, aber ja, wir müssen natürlich entsprechend diese Forza-Spoiler verwenden, die diesem Ding ein bisschen nach unten drücken. Hier gibt es auch verschiedene Dinger, das finde ich eigentlich auch ganz cool, aber wir brauchen halt, wie gesagt, richtig Downforce. Wir brauchen was, wo wir es auch einstellen können. Das muss auf jeden Fall dabei sein. Motorumbau, da können wir mal gucken. Wir könnten jetzt tatsächlich auf einen V8 Racing-Motor gehen. Damit würden wir dann locker, oder müssen wir am Motor schon gar nichts mehr machen, dann hätten wir schon die Leistung. Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir mit dem Serienmotor, mit dem Vierzylinder, damit hinkommen. Weil so ein Racing-Motor, V8 Racing, wäre schon geil, ne? Ne, wir probieren es mal, ob wir es mit dem Serienmotor hinkriegen. Wir müssen ja ein bisschen seriennah bleiben. Wir können jetzt auf Allrad gehen, aber das hat mit dem Rennauto dann nichts zu tun. So, was wir auch noch ganz wichtig brauchen, wir machen jetzt erstmal die Teile rein, die wir brauchen für ein Rennauto. Ja, ein Renngetriebe, klar, schnellere Schaltzeiten, einstellbares Getriebe ist wichtig. Differential, ohne das geht sowieso nicht, müssen wir einstellen. Ganz, ganz wichtig. Dann, was auch ganz wichtig ist, sind natürlich ordentliche Bremsen. Da muss ordentlich reingebissen werden. Dann natürlich ein entsprechendes Fahrwerk, was einstellbar ist. Natürlich hier auch ein bisschen tiefer legen, um den Schwerpunkt runterzusetzen. Dann brauchen wir natürlich Stabis, die wir anstellen können. Auch immer ganz wichtig für ein Rennfahrzeug. Da er Rennfahrzeug gesagt hat, ja, machen wir natürlich auch den Überrollkäfig rein. Ob das jetzt schön aussieht oder nicht, sei dahingestellt, aber wenn er ein Rennfahrzeug will, dann muss natürlich auch die Sicherheit gewährleistet sein. Leichtbau, natürlich, wir brauchen Leichtbau, dann kommen wir auf 809 Kilogramm. Ja, das Ding wiegt nichts mehr, ne? Muss man so sagen. Richtig, richtig krass. Machen wir aber auch drauf, definitiv. So, jetzt haben wir alle wichtigen Einstellteile eingestellt. So, jetzt kommt der, die Reifen machen wir nachher. Ich würde sagen, jetzt gucken wir erstmal, was beim Motor geht. Also, wichtig beim Motor oder beim Rennmotor ist eigentlich immer, wir brauchen Drehzahlband. Wir brauchen ein bisschen mehr Drehzahl. Ihr seht, wir steigen hier ein bisschen. Das ist nicht schlecht. Wir müssen jetzt gucken. Also ich will ungefähr auf diese 330 kW kommen. Mehr muss es nicht sein. Gut, dann was wichtig natürlich ist, ist natürlich das Ausatmen, genauso wie das Einatmen. Deswegen Luftfilter und Auspuff immer ganz wichtig. So, bei 229 kW sind wir jetzt. Das können wir noch machen. Gut, Hubraum. Ist auch nicht schlecht, bringt Newtonmeter, bringt ein bisschen Bums. Kommen wir auf einen 2-Liter-Motor. Machen wir auch mal rein. Dann Kolben und Kompression, die Verdichtung erhöhen, ist schadet auch nicht. Macht auch das Auto ein bisschen leichter. So, jetzt, klar, wir könnten am Turbo drehen. Wir können am Turbo drehen. Drehen wir am Turbo. Was macht der Turbo?
Gut, okay, drehen wir am Turbo, kommen wir aber nicht auf die, ja, auf diese 330, die wir anstreben. Also da müssen wir noch, dann können wir fast alles einbauen, das ist ja der Wahnsinn. Dann machen wir halt mal Kraftstoffanlage, sind wir bei 302 kW, Zündung 313. Das wird ganz knapp, es wird hier sogar fast ein Vollaufbau, so wie es aussieht. Das haben wir schon, Ventile können wir noch. Da sind wir bei 324. Wir nähern uns an. Die zwei haben wir schon. Ladeluftkühler. Ja, dann hätten wir 331. Kriegen aber nochmal ordentlich Gewicht dazu. Wie ist es hier? Da kriegen wir höchstwahrscheinlich auch ordentlich Gewicht dazu, oder? Ja, da wären wir genau bei 330. Würden aber nicht so viel Gewicht dazu kriegen. Das ist mir lieber. 803 Kilogramm. Das passt. Ja, dann haben wir jetzt genau diese 450 PS. Ich sage, außer den Ladeluftkühler haben wir jetzt nichts drin. Hier sparen wir wieder 4 Kilogramm. Das wird ein richtiges Monster, Leute. Das ist richtig übel. So, dann ja, kommen wir zu den Reifen. Natürlich müssen wir das auch irgendwie rumkriegen. Deswegen machen wir mal Semi-Slicks drauf. Boah, 799 Kilogramm, 450 PS, das ist ordentlich. Dann machen wir, was haben wir hier für Reifen? 245er natürlich. Das reicht auch. So, und hinten, was kriegen wir da hin? 285er, ja, ist auch nicht schlecht, wobei so 300er Schlappen würden da jetzt auch nicht schlecht aussehen. So, Felgen machen wir auch andere, da bin ich jetzt kein so Fan von, die Felgen, diese runden Dinger, das ist zwar so typisch Alfa Romeo, aber ist nicht so meins. Jetzt brauchen wir hier so richtig geile Racing-Felgen. Ich glaube, ich bin auch echt gewollt, hier die OZ Super Gran Turismo Dingenskirchen-Felgen wieder drauf zu schnallen. Die habe ich zwar schon so oft verwendet, aber ich kann mir vorstellen, dass die hier richtig gut aussehen. Die passen einfach zu italienischen Fahrzeugen. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt und vielleicht finden es viele auch hässlich, aber ich finde die einfach geil. Die passen hier dazu einfach Bombe. Und da müssen wir wahrscheinlich auch nicht mal die... Guck, wir können jetzt hier auf 20 Zoll, das ist Quatsch, 19 Zoll. Nee, ist too much. Ich glaube sogar diese 18 Zoller, die passen hier sehr gut. Hier, 19, hin haben wir schon 19, hier können wir 20er machen. Aber ich glaube, für ein Rennauto... Nee, für ein Rennauto passt es. Ich würde sagen, das lassen wir so. Das gefällt mir schon richtig gut. Ja, lassen wir so. Ist ordentlich, das Auto jetzt. Jetzt passt mal auf. Wir tunen jetzt natürlich noch ein bisschen. Machen wir mal hier 0 auf 15 Tuning. Ihr seht schon, die Beschleunigung ist jetzt hier richtig zugewachsen. 3,3 Sekunden, das ist ordentlich. So, jetzt Aerodynamik. Da gehen wir jetzt volle Kanne. Wir möchten ein Rennauto. Das heißt, wir brauchen maximaler Downforce. Und das sind 45 Kilogramm und 91 Kilogramm Downforce, was nach unten drückt. Viel zu wenig. Ein Rennauto hat dann noch viel mehr. So, Getriebe ist mir ein bisschen zu lang eingestellt, um ehrlich zu sein. Müssen wir ein bisschen kürzer fahren. So vielleicht. Ja, das passt. So, Ausrichtung. Da machen wir ein bisschen mehr. Das Auto ist standardmäßig schon sehr gut eingestellt, aber wir müssen es natürlich hier ein bisschen weicher machen. Einfach hier auch als Tipp, die Stabis könnt ihr ruhig in Horizon, da es halt viele Unebenheiten gibt und so weiter, ruhig weich machen. Dann kommt ihr auch besser um die ganzen Randsteine, Kanten und so weiter rum. Bei den Federn das gleiche Spiel. Einfach ein bisschen alles weicher machen, das ist immer ein guter Schritt. Da könnt ihr schon nochmal, ja, nochmal ein Drittel wegnehmen, würde ich sagen. Das ist immer okay. So, die Fahrwerkshöhe, die können wir schon richtig niedrig setzen. Komm, gehen wir mal richtig niedrig. Ist natürlich jetzt, wenn ihr über irgendwo drüber fährt, nicht so zu empfehlen. Aber wenn wir ein Rennauto wollen, da müssen wir das Ding richtig tief legen. So, ja, die Dämpfung. Im Normalfall würden wir die ein bisschen härter machen, ein bisschen härtere Zugstufenhärte ist nicht schlecht. Da wir aber auch hier wieder über Randsteine ein bisschen Gelände prügeln wollen, müssen wir auch hier ein bisschen reduzieren. Und die Druckstufenhärte als Tipp, also so tune ich immer die Autos, ist natürlich Geschmackssache, aber ich habe immer die Druckstufenhärte, habe ich immer so ein bisschen mehr wie die Hälfte der Zugstufenhärte. Das heißt 7,6 wäre die Hälfte wäre 3,8. Ja, da gehe ich jetzt ungefähr so 4,1, das ist okay. Bisschen mehr als die Hälfte, als wie das, was ich oben habe. Das kommt dann schon so ungefähr hin. Aerodynamik haben wir schon gemacht. Bremse legen wir mal ein bisschen so hin. Den Bremsdruck. Wir haben Rennbremsen verbaut. Wir haben ein relativ leichtes Fahrzeug. Da bin ich gewillt, den Bremsdruck etwas zu erhöhen. Gucken wir mal, 34,1 Meter war es bei 100 km/h. Jetzt haben wir 34,5. Haben wir ein bisschen verloren. Gehen wir nochmal ein bisschen mehr hoch. Vielleicht wird es dann besser. Wenn es schlimmer wird, dann wissen wir, wir gehen in die falsche Richtung. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Vielleicht müssen wir mal gucken. Das ist mal ein bisschen eine Spielerei. 34,2. Okay, wir müssen eher runtergehen. Dann gehen wir mal 95%. Gucken
gucken wir mal. Ja, wir kriegen es nicht besser hin. Haben wir 98%. Vielleicht ist 100% sogar schon eigentlich perfekt eingestellt. Ja, das sieht so aus. 100% mit 34,1 war so das Beste, so wie es aussah. Ja, dann lassen wir so ein Differential. Ja, Richtwert beim Heckantrieb immer 25-25. Ist dann auch mal ein bisschen ausprobieren, Spielerei. So, jetzt habe ich euch das alles erzählt. Wenn jetzt natürlich das Setup total verkackt, dann, ja, sehen wir es dann halt, ne, ob es verkackt oder nicht. So, gehen wir zurück. Das war es mit dem Tuning. Aber ja, ein Rennauto braucht natürlich auch noch eine ordentliche Rennlackierung. Jetzt hoffen wir mal, da finden wir auch ordentlich was. Neue Designs finden. Gucken wir mal, ob es hier ein geiles Renndesign gibt. Ja, so ein altes Italia-Design hätte was. Definitiv. Official WTCC 4C. Okay, ja, dass er in der WTCC fährt, ist mir neu. SpongeBob-Design, auch nicht schlecht. Sunset Overdrive, okay. Ja, so richtig, ich will ein richtig geiles Rennwagen-Design. Das sehe ich hier jetzt aktuell noch nicht. Deswegen suchen wir mal nach Rennen. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Lade, 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 lade. Ja gut, typisch Red Bull. Was hier aber gar nicht mal so schlecht aussieht, muss man sagen. Das Design gefällt mir diesmal gar nicht so schlecht. Ich weiß, einige würden mich jetzt hauen, wenn ich das Red Bull-Design nehme. Aber ich muss sagen, das gefällt mir bis jetzt am besten. Was ist, haben wir hier noch? Naja, auch nicht so meins. Okay, Leute, wir haben erst letztens ein Red Bull-Design gehabt beim Mazda RX-7, aber... Das ist jetzt das einzige Design, was ein bisschen nach Rennsport aussieht. Und ich weiß, der ein oder andere wird mich jetzt wieder hauen. Boah, wie kann man schon wieder einen Energy Drink aufs Auto machen? Aber ich muss sagen, ich habe hier gerade einen Energy Drink neben mir stehen. Da nehme ich jetzt auch gerade nochmal einen Schluck. Und irgendwie haben die was gemeinsam, die zwei Energy Drinks. Vielleicht lasse ich mich hier auch ein bisschen davon belullen. Egal, ich mache jetzt das drauf, fertig. Ah. So, der eine oder andere sagt jetzt vielleicht auch, das Alpine Star sah doch gar nicht so schlecht aus, aber ich finde, es sieht eher noch nach dem Renndesign aus. Mir gefällt es ganz gut. So, bam, OZ-Felgen diesmal in weiß, sonst haben wir sie meistens in schwarz. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die Straße. Und gucken wir mal, ob uns dieses Design auch tatsächlich Flügel verleiht. Wie es hier hinten drauf steht, Give You Wings. Ja, und ich finde, das Ding sieht doch schon echt wie so ein kleiner Renner aus. Klingen, hören wir mal rein. Ja, klingt auch gut. Ja, ich finde es nicht schlecht. Machen wir mal ein paar Meter Testfahrt. Ja, das Heck kommt gut rum. Aber wir haben jetzt auch ordentlich Power. Diesem Fahrzeug. Uiuiui. Okay, also ich muss noch ein bisschen umstellen. Und zwar müssen wir hier ein bisschen mehr Sturz geben. Federn können wir hier lassen. Die Dämpfung müssen wir hier ein bisschen reduzieren. Hier ein bisschen mehr. Das gleiche Spiel hier. Das muss immer angepasst werden. Eher so. Federn. Wobei, ja, die Federn machen wir auch mal ein bisschen hier weniger. Dann ein bisschen mehr. So. Das sollte doch schon besser passen und die Fahrwerkshöhe müssen wir doch ein bisschen höher setzen. So, dann müsste das schon ein bisschen besser fahren. Hoffe ich doch. Das ist natürlich immer so eine Sache. Diese Schnell-Setups, die sind natürlich nie das Beste. Aber ich glaube, das fährt sich... Ich brauche jetzt mal ein Ding, wo ich hier aus der Ecke kommen kann. Turbo ist halt immer das Problem mit dem Turboloch, was man hier auch hat. Wenn der Turbo halt so krass einsetzt, deswegen finde ich Saugermotoren halt irgendwie geiler, weil die halt für einen Motorsport halt kommen, wie sie kommen sollen. Und ja, ich denke, damit können wir schon was reißen. Ich hoffe, die Flügel machen das entsprechend, wie man es braucht. Ich würde sagen, ja, wir fangen einfach an mit dem ersten Rennen. Uiuiui. Also treffen können wir auch auf jeden Fall. Fahren wir vielleicht das erste Rennen mal in der Cockpit-Sicht. So, was haben wir hier? Eine Old Town Sprint. Würde ich sagen, dann legen wir mal los. Hier nochmal kurz die technischen Daten. 330 kW umgerechnet, 450 PS. Somit haben wir den Wunsch erfüllt. Gerade so, ne, von Chris. Aber, ja. Ich finde, es sieht schon cool aus, dieses Blau. Ne? Alfa Romeo, eigentlich auch so typisch rot. Aber
ihr mal einfach ein Blau mit Red Bull. Warum nicht? Warum nicht, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Querfeld einrennen. Ja, gegen die Konkurrenz. Ja, was fährt mit? Z4, 73Z haben wir am Start. Vielleicht hier auch nochmal die Startaufstellung. Ja, 4C natürlich auch in der Konkurrenz. Ein F-Type haben wir dabei. Den 850 CSI, den 8er BMW. Der finde ich ein bisschen gar nicht so in die Kategorie passt. Aber gut, so ist es halt. Ein TVR Sagaris haben wir am Start. Ein SLK. Ja, klar, der passt auf jeden Fall auch rein. So, ich würde sagen, starten wir das Ganze. Ich bin mal gespannt, wie wir abschneiden können. So, da haben wir eine Falken 370Z für uns. Falkendesign, auch immer cool, dieses Blau mit den Türkis. So, dann gucken wir mal, wie wir hier abschneiden können auf diesem Sprintrennen gegen die Konkurrenz. So, hier haben wir mal ein bisschen anrammen. Oh, der rammt natürlich gleich zurück. Kennen wir ja nicht anders. Ja, aber Auto liegt gut. Man merkt natürlich das leichte Gewicht. Das spielt uns natürlich in die Karten. Ich bin ein bisschen zu hoch im Gang. Was ich jetzt geil finden würde, wenn man jetzt hier so ein Motor hätte, wäre der so bis 9000 Umdrehungen drehen würde. So ein richtiges Drehzahlmonster. Das wäre halt der Hammer. Wobei, interessieren würde es mich schon, auf jeden Fall, wenn wir den Motor in diesen V8-Motor umbauen würden. Der hatte ja nochmal ein bisschen mehr Bums. War ja auch ein V8 Racing-Motor. Würde mich schon ein bisschen interessieren, wie der so ist. Können wir ja vielleicht mal irgendwann mal machen. Dass wir da vielleicht mal tatsächlich mal so einen Racing-Motor reinmachen. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Aber wenn ich sagen muss, der V8 Racing-Motor hat auch kein so hohes Drehzahlband. Das weiß ich nämlich. Ja, auch relativ niedriges Drehzahlband. So, im Dreck sollte ich eigentlich jetzt nicht so fahren. Das ist hier das Auto nicht ausgelegt. Aber, ja. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall ein Rennauto für die Straße gebaut. Leichtbau vor dem Herrn. Liegt wie ein Brett. Nur beim Rausbeschleunigen, da setzt der Turbo ein bisschen böse ein. Deswegen fahre ich da ein bisschen untertourig beim Rausbeschleunigen. Dass der Kick in den Arsch nicht so heftig ist, weil der kommt ein bisschen, ja, ohne Vorahnung, muss man so sagen. Aber ja, für einen reinen Vierzylinder haben wir da schon einen ordentlichen Motor. Ich meine, 450 PS aus einem reinen Vierzylinder ist nicht gerade schlecht, muss man so sagen. Ja, und er zieht gut an, das merkt man ja, das wenige Gewicht. 800 Kilogramm Leergewicht, das ist halt ein Wort. So, die Flügel machen natürlich auch ihr Übriges. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen auf dem Schotter fahren. Aber hier ein bisschen Rallye-Eigenschaft hat das Fahrzeug auch. Und wir ziehen. Durch Ziel. Wunderbar. Cool. 20 Punkte. Die sind noch immer wichtig und immer guter Aufbau für die nächsten Rennen. Ja, und der BMW 58 CC wird tatsächlich hier noch Zweiter. Auch geiles Fahrzeug. Kam ja auch mit einem DLC rein ins Spiel. Da haben wir das Gutstück. Also ich finde, es sieht gut aus. Könnt sagen, was ihr wollt. Und ihr könnt Red Bull auch hassen, wenn ihr zum Beispiel lieber andere Energy Drinks magt oder ihr hasst Energy Drinks allgemein, wie schon angekündigt. Aber ich finde, das Design sieht cool aus. Es passt. Und es war wirklich eins, beziehungsweise fast das einzigste Design, was ein bisschen Racing-Design hatte. Also dem her, wenn wir schon ein Racing-Auto aufbauen, dann möchten wir natürlich auch ein Racing-Design haben. Das ist doch ganz klar. So, dann fahren wir noch ein Rennen. Und, gucken wir mal, was wir hier so haben. Wir haben ein Geländerennen, das werden wir nicht tun. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir haben Scramble, das ist auch nicht so geil. Machen wir so ein Straßenrennen, komm. Und das fahren wir mal in der Außensicht. Also die Heckpartie gefällt mir richtig geil von dem. Der ist einfach überhaupt geil. Der Alpha ist einfach Hammer. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde, das Auto sieht einfach hammergeil aus. Also ich würde ihn nehmen. Ja, und jetzt halt noch in die richtige Richtung abbiegen. So, hier rum geht's. Richtung San Giovanni. Ich finde sowieso eins der geilsten Gegenden hier im Spiel. San Giovanni. Aber diese Altstadt und gut, die Rennen hier sind vielleicht nicht die geilsten, aber die Location finde ich schon richtig, richtig cool hier. Ja, querfahren geht auch immer. Upsala. Und da sind wir hier schon am Zielort angekommen und fahren das nächste Rennen. Ich bin echt gespannt. Ja, jetzt Straßenrennen, Sprintrennen.
es ist natürlich eine Sache, da haben wir natürlich wieder Verkehr im Weg. Kann natürlich übel werden, aber schauen wir mal. So, in der Nacht fahren wir bei schönem Feuerwerk. So, da geht's auch gleich schon los. Gleiches Starterfeld wie gerade eben. Oh, der Start habe ich ein bisschen versemmelt. Und da vorne kann ich ein Foto machen, sehe ich gerade. Ein Foto nehmen wir doch gerne mit. So, was haben wir denn davon noch? Ein SLK. Wir haben tatsächlich noch keinen SLK fotografiert. Seh an. So, was ich gerade geil finde, ich finde das gerade irgendwie geil hier. So, das sieht gerade irgendwie richtig geil aus. Mal so ein Foto machen. Sieht es gut aus für ein Thumbnail. Kann mal gucken. So, mal so eine Heckpartie. Hat voll die Werbung für Red Bull, aber hey. Was soll's. So. Hätte was, oder? Dann mal was anderes. So, müssen wir es so machen vielleicht. Vielleicht ein bisschen drehen noch. Nee, das ist ein bisschen zu viel. Aber irgendwie hätte es was. Sieht irgendwie cool aus, dieses Farbenspiel. Dann hier an der Start- und Ziellinie. Vielleicht ein bisschen zurück. So. Ja. Ich mach's einfach mal. Ob es aufs Thumbnail kommt, habt ihr ja dann schon gesehen oder nicht. Ich mach das Foto jetzt einfach mal. Ich find's ganz cool. So. So. Ich hab zu viele Fotos gemacht. Ach, tatsächlich. Da müssen wir ein paar Fotos löschen. Das ist ja natürlich super. Ey. Egal, komm, löschen wir einfach mal irgendwelche Fotos. Löschen, 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 löschen. Ach, ich guck mal, wie viele Fotos wir halt haben. Aber ich musste schon mal löschen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich hier Fotos lösche. Das ist eigentlich schade, weil es sind eigentlich ein paar coole Fotos dabei. Aber ja, gut, löschen wir halt. Wenn die sagen, ich muss sie löschen, dann lösche ich halt mal ein paar. So, jetzt, das sollte reichen. So. Warte mal kurz, ich will noch mal kurz was ausprobieren. Effekte. Machen wir hier ein bisschen. Ah, doch, das könnte man eigentlich schon so hell lassen. Schluss, wir machen mal Fokus vielleicht noch rein. Ah, der ist ein bisschen zu hart. Nein. Okay, nee, das sieht scheiße aus. So, und dann haben wir da hier Verschlusszeit vielleicht ein bisschen weniger. Blende. So, egal, so lassen wir es jetzt. Wie gesagt, ihr werdet ja schon sehen, ob es dann auf dem Thumbnail ist oder nicht. Ja, das seht ihr dann. Fortsetzen, speichern. Zack, zack. Ich verblemmer die ganze Zeit nur mit dem Foto. Mir ist ins Rennen noch gar nicht gefallen. Folgen ist eigentlich schon fertig. Egal. Ja, manchmal muss man halt auch mal hier Prioritäten setzen. So. Ich wollte eigentlich nur zeigen, euch heimlichen Geschlecht, ich eigentlich gestartet bin. So. Ups, Entschuldigung. Ja, andere Rahmen sollte ich nicht machen. Das kostet mich nämlich, gerade wenn ich einen Leichtbau habe, kostet mich das mehr Zeit. Das ist doch selbstverständlich. Aber die Heckpartie gefällt mir einfach so geil mit diesen runden Lichtern. Sieht einfach so geil aus bei dem Fahrzeug. Ja, und ich soll vielleicht eher nicht übertrieben unterdurch fahren, weil dann komme ich gar nicht mehr in die Pötten. So, und da vorne kommt eine richtig enge Rechtskurve. Aber dieser hölzerne 370Z hilft mir dann ein bisschen beim Einlenken. Der zieht ja richtig gerade an hier. Gut, wir haben halt auch ordentlich Flügel, die halt natürlich ordentlich nach unten drücken. Das heißt, in der Beschleunigung, Topspeed-technisch, sind wir natürlich zur Konkurrenz wahrscheinlich nicht so gut aufgestellt. Aber in der Kurvengeschwindigkeit sollten wir eigentlich richtig übel nach vorne gehen. Und ja, so sieht es auch aus. Wir kommen hier auf jeden Fall in den Kurven deutlich näher ran. Komm mal, jetzt Platz hier. So, hier einmal rum. Ja, also der erhöhte Sturz an der Vorderseite ist natürlich perfekt, um eben so enge Kurven halt besser nehmen zu können. Und das haben wir jetzt gerade auch gemacht. Das hat schon gepasst. So, jetzt geht es hier gleich rechts rein. Ich glaube, das kann man mit Vollgas fahren. Ich probiere es halt einfach mal. Okay, ein bisschen lupfen musste ich jetzt doch. So,
Da sieht die Straße fast gar nicht. Es ist gerade richtig dunkel. Leco Mio, selten so dunkel. Warst du mal hier beim Rennen? So, jetzt geht's hier. Uiuiui. Ja, gut, dass wir das ganze Auto ein bisschen weicher eingestellt haben. Das sind schon echt üble Schlaglöcher mit am Start. So, einmal hier rum. Über einen Randstein. So, und da vorne ist schon das Ziel. Ja, und es sieht aus nach dem nächsten Sieg. Also unser Rennautoaufbau, ja, hat gefunktioniert, genau. Gutes Deutsch. Der Ray, der spricht wieder, der kreiert wieder neue Wörter. Aber ja, hat funktioniert. Sehr cool. Da sind, guck mal, seht ihr das? Der zweite G-Shock 370Z, den haben wir schon mal gesehen. Aber dieser G-Shock, wo gibt's den? War das mal so ein DLC, besonderes irgendwas Auto? Weil ich habe den nicht. Ich habe diesen G-Shock 370Z nicht. Ich habe den normalen 370Z, den Nismo sozusagen. Also ich habe den nicht. Habt ihr den? Würde mich mal interessieren, hat jemand diesen G-Shock 370Z, beziehungsweise weiß jemand, wo man den herbekommt? Oder wo man den bekommen hat, besser gesagt. Würde mich echt interessieren. Weil ich habe den nicht. Nicht, dass ich es wüsste. So. Auf jeden Fall sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Dadurch, dass ich natürlich die halbe Folge im Tuning-Menü und die andere halbe Folge im Fotomenü gesessen bin. Ja, aber so Folgen gibt es halt auch mal. Ich hoffe trotzdem, dass die Unterhaltung nicht zu kurz gekommen ist. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es euch unterhalten hat. Und wenn dem so wäre, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Damit zeigt ihr mir ja auch, dass die Folge gut war oder nicht. Oder wie auch immer, wenn sie nicht gut war, dann könnt ihr natürlich, oder sollt, könnt ihr, müsst nicht, aber ihr könnt natürlich ein Däumchen nach unten geben, wenn sie scheiße war. Aber dann bitte eine Begründung auch dazu schreiben oder Verbesserungsvorschläge bringen, das wäre da, ja, wäre schon nicht schlecht. So, ich fahre jetzt einfach mal hier oben hin. Machen wir mal hier so ein bisschen aufs Parkgelände. So, zack. Ist ein bisschen dunkel, aber passt schon. Ja, ihr macht jetzt hier Schluss auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ja, wir sehen und hören uns einfach in den nächsten Folgen wieder. Bis dann, euer Ray. Ciao, ciao.